Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Let's Play mit mir, Delirion. Wie man unschwer am Titel schon erkennen kann, spielen wir jetzt South Park The Stick of Truth. Ich muss im Vorfeld gestehen, ich war schon mal ganz kurz im Spiel drin, habe natürlich nicht weit gespielt, um einfach die Einstellung zu überprüfen, um zu gucken, wie es denn fürs Let's Play taugt und wie es läuft. Und ganz klar werde ich mit euch natürlich ein neues Spiel anfangen. Und wie gesagt, ich habe selber noch nicht weit gespielt und ohne jetzt hier groß rumlabern zu wollen, werden wir jetzt einfach mal starten und schauen uns das Ganze mal an. Deep in the lands of Zaran, the humans of Koopa Keep struggle to stay alive, as they are attacked by the wicked drow elves of Larnia. Darkness falls. As the humans beg their king to save them, a noble king known only as the Grand Wizard. For 1,000 years, the battle has been waged, with only the bravery of the Grand Wizard to protect his human followers. But even though the Wizard King is so undeniably cool, the Drow Elf armies continue their attacks. They seek the humans' most treasured relic, the Stick of Truth. But the tides of war soon change, as news of a new kid spreads throughout the land. In order to save the humans, the Grand Wizard must get to the new kid before the Drow Elves can manipulate his man and use him to take the sacred relic from human hands. For whomever controls the stick controls the universe. South Park, the Stick of Truth. Ja, und da sind wir auch schon in der Charaktererstellung. Ich habe noch überhaupt gar keine Vorstellung, was ich denn überhaupt für ein spielen möchte. Mit Jersey Spray. Natürlich auch witzig. Aber ich denke, ich werde doch diesen Hauttyp hier wählen. Okay, wir können uns jetzt hier eine Frisur aussuchen. So einen Zottelkopf wollte ich eigentlich nicht. So ein Brad Pitt für Arme will ich eigentlich auch nicht machen. Okay. Sehr schleimig. Was machen wir denn? Was haben wir denn? Hier, was denn hier mit Zotteln, oder? So viele Möglichkeiten und gar keine Vorstellung. Ginger werden wir auch nicht machen. Ich glaube, ich neige doch zu der Frisur hier. Ja. Ich kann jetzt irgendwie bestimmt auch die Farbe wählen. Komplette Giftgrün wie diese Trolle. Nein, ich versuche mich ein bisschen am Original zu halten. Ich nehme jetzt einfach mal blond. Oder? Vielleicht doch eher der dunklere Typ. Pink. Auch sehr nett. Nein, aber ich weiß nicht. Entweder machen wir blond oder nehmen komplett schwarz. Ich nehme jetzt erstmal. Ne, wir bleiben bei blond. So, jetzt dürfen wir uns ein paar Klamotten aussuchen. Ah ja, so eine Jacke ist doch ganz nett. Was haben wir hier noch? Einmal den Totenkopf. Nee. Aber ich gehe davon aus, dass wir im Spiel wahrscheinlich mehrfach auch die Klamotten wechseln können. Nein, das wollen wir nicht. Ich glaube, ich bleibe bei der Kapuze. Finde ich doch sehr nett. Und die dann in... nicht in Schwarz. Achso, so finde ich doch schon gar nicht verkehrt. Die Sekundärfarbe darf ich auch noch wählen. Das ist dann die Hose. Ja, die dann in Schwarz. Warum nicht? Ja, Make-up. Nee, so ein Arschbackenkinn wollte ich dann nicht. Weiß gar nicht, was gibt es denn sonst noch so? Hier einmal... Matsch im Gesicht. Mit Narbe oder ohne?
das Tränentattoo? Nein, eigentlich nicht. Doppelkinn? Nein. Okay, nervlich schon am Ende, so wie das aussieht. Gute Frage. Pfeilchen, das sieht so... Das wäre von der letzten Schlacht noch geprägt. Muttermal. Nee, nee. Ist das eine Narbe vielleicht? Komm, wir nehmen die hier. Um überhaupt was in der Art zu haben. Eine Brille. Nee, machen wir ohne Brille. Wir sehen ganz gut. Ja, und das war's dann auch schon. Dann starten wir gleich mal durch hier. Well, I think that's everything. We did it, hun. We're really moved in. It's a new beginning for us. Things are finally going to be good. Do you really think it will be better for him? They won't look for him here. We just need to make sure he doesn't attract any attention. Come on, let's see how he's doing. Sweetie, hun, you all dressed? Nein, ich bin nackt. Hey, champ. How do you like your new room? I know it's a big change for all of us, but, son, do you remember why we moved to this quiet little mountain town? He doesn't remember. He doesn't remember at all. That's good. That's good he doesn't remember. Sweetie, we want you to have lots of fun here. Why don't you go out and make some friends? Right. Get outside and play, son. Like normal kids. We've got some money for you on the kitchen counter, sweetie. Just be back before it gets dark. Yeah, we love you too. Okay, gut. Schon sind wir im Spiel. Und fleißig am Handy am rumtippen. Was auch immer er da tut. Und unsere Mission ist es, Kinder zu finden, mit denen wir spielen können. Gut, aber erstmal schauen wir uns natürlich um. Ah, okay. Lege Gegenstände im Lager ab oder verkaufe sie, wenn du sie nicht herumtragen möchtest. Wähle einen Gegenstand in deinem Inventar mit A, dann wird er ins Lager verfrachtet. Gut, natürlich haben wir noch nichts im Inventar. Schweige denn im Lager. Jetzt kann ich, wo können wir denn hier überall rumkribbeln? Die Spielsachen kommen wir noch nicht dran. Oh. Ist das der Killer-Goldfisch? Ich hoffe ja nicht, weil dementsprechend würden wir keine Nacht in dem Zimmer überleben. Mal in den Schrank schauen hier. Hey, 50 Cent und ein paar Basketballkarten. Nun gut, mehr scheint hier nicht zu gehen gerade. Dann gehen wir einfach mal raus. Ah, hier alles noch frisch vom Umzug, alles steht rum. Gehen wir mal hier rein. Ah, okay, das Badezimmer. Mit einem alten Schwamm und einem rostigen Rohr. Nicht viel wert, aber Kleinvieh macht ja am Ende dann auch noch Mist. Und nochmal 10 Cent. Okay, duschen können wir auch. Oder? So, also frisch machen für die schönen Freunde, die wir finden werden. Auch wieder. Tür machen wir natürlich zu. Okay, dürfen wir nicht. Ja, und wir können nochmal aufs Klo gehen. Was? 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 Okay. Wir versuchen mal hier erfolgreich abzudrücken. Sehr schön. Und looten können wir natürlich dann auch. Gut, es gibt jetzt schönere Hobbys, als wie seinen eigenen Mist einzusammeln.
Aber wir nehmen sie einfach mal mit. Man weiß ja nicht, wofür wir sie noch brauchen könnten. Wo komme ich hier raus? Ah, hier unten, okay. Ah, hier ist zu, okay. Das Spielzimmer von Mama und Papa wahrscheinlich. So, ja, da ist der Vater. Da geht's in den Keller, da kommen wir aber glaube ich nicht rein, genau. Hallo. Hunger. Hunger. Ah, da liegt das Geld, was sie uns hinterlassen haben. Ganze 2 Dollar. Wir haben schon 7,44 Dollar. Die Welt gehört uns. Achso, können wir mit der Mutter reden? Das kann ich. Go on outside, sweetie. Go look around the neighborhood. Okay, dann machen wir das. It wasn't a request, it was a command. Now get out there and make some friends. Okay. Also wir werden rausgeschmissen. Hausverbot ist ja heutzutage nicht mehr in. Die Kinder werden jetzt rausgeschmissen als Bestrafung. Eine Quest aufgetragen. Drücke Dings, um deine Questübersicht zu öffnen. Okay. Dies ist deine Questübersicht. Mit so und so kannst du dich durch aktive Quests bewegen und mit A einen auswählen. Drücke A erneut auf der aktiven Quest, um sie auf der Stadtkarte zu sehen. Gut. Das haben wir, glaube ich, gerade getan. Ah ja. Gleich hier um die Ecke. Sehr schön. No humans. Ich bin ein Schwein. Ich darf da durch. Darf ich nicht? Hier darf ich auch nicht durch. Okay. Naja, gut. Einmal hier hochgucken. Tada, da ist noch eine Kiste. Sehr schön. Eine Surferperücke. Die Frisur trage ich doch bereits. Gut, egal. Hallo Schneemann. Bock was zu spielen? You shall die by my Warhammer, Drow Elf! I banish thee to the forest realm! That way I banish you first! Haha! You can't hold out much longer! Help! Somebody! I can't hold out much longer! Help! Was? Oh ja. Ow! Hey, no fair! That's cheating! I'm gonna tell my mom! Thanks, kid. I didn't realize he had a health potion. My name is Butters the Merciful. I'm a paladin. I live right next door to you. We should be friends. Du hast einen neuen Freund. Benutze RT auf deiner Homepage, um den Reiter mit den Sammelobjekten aufzurufen und alle Freunde zu sehen, die du gefunden hast. Okay. Ah ja, ich verstehe. Hey, ihr alle, wir haben einen neuen, der mit uns spielt und er und ich sind Freunde, also wird ihn niemand ärgern. Finde ich cool. Wir werden schon durch Butters beschützt, beziehungsweise vielleicht durch Captain Chaos an sich. Now that we're friends, you should speak with the Wizard King. He's been talking about your arrival. The Wizard lives this way, in the greenhouse, over there. Im Grünhaus da. Hey, where are you from? Where'd you live before moving here? Did I Colorado? Nicht reingucken, aber in die Garage kann ich. Why are you wearing your hair like that? Brauch ich einen Schlüssel für? Halt, you don't talk much, do you? That's okay, I can talk for both of us. So, wenn du rennen statt gehen möchtest, halte B gedrückt. Das habe ich vorhin irgendwo schon mal nebenbei rausgefunden. Cooper Keep. All hail the Grand Wizard! So, you are the new kid. Your coming was foretold by Coldwell Banker. I am the Wizard King. But the time for talk is not now. Let me show you my kingdom. Okay. Wollen mal sehen, was du hier für ein Königreich hast. Oh, who's your new friend, Eric? Shut up, Mom. Not now. Wunderbar. Schluss mit Fernsehen jetzt hier. Genug gesehen. Don't talk to her, she's not part of the game. Don't talk to her, she's not part of the game. Don't talk to her, she's not part of the game. Wie schnell er das auch sagt. Welcome to the kingdom of Koopa Keep.
Our weapon shop here is tended by Clyde, a level 14 warrior. Here you can see our massive stables, overseen by the level 9 ranger, Scott Malkinson, who has the power of diabetes. And here, of course, is the breathtaking and lovely Princess Kinney, the fairest maiden in all the kingdom. Don't ask why Kinney wanted to be a chick, it's just how he seems to be rolling right now. Okay, fand ich ja jetzt sehr nett mit der Macht der Diabetes. Er steht hier mit seinen Insulinspritzen und kümmert sich um die kackende Katze. So. Be careful, the Rock of Insanity holds mysterious powers. Okay. Pool der Vision. Darf ich keine haben? Okay. Eine Prinzessin gefunden. Blume für eine Prinzessin. Neue Quest. Gibt Kenny die Narzisse? Noch nicht. Erstmal will ich mich mal rumgucken. The Wizard Stump. Perhaps one day I will show you what it does. Okay. Kriegen wir hier schon irgendwie. You may have heard of my deeds at the Battle of Stark's Pod. That's the line the Grand Wizard gave me. Sorry, but the Grand Wizard told me to stick to the script. Okay. Dann halte ich mal schön dran. Gucken wir mal zu Kenny. Ja, sehe ich auch so. Genau das. Ah, okay, die Narzisse haben wir auch gleich an Kenny weitergegeben. Und somit einen neuen Freund, beziehungsweise Freundin gewonnen. Na gut, mal gucken, was Bartas noch sagt. As Court Paladin, my job is to deliver the Wizard King's justice and his mail. Okay, du bist Postbote und Heiliger Paladin zugleich. Und wir fragen Carmen, was hier so abgeht. You have been sought out, new kid, because humans everywhere are in great danger. I need something from you, and in return, I am prepared to allow you into my kingdom. I know you are very excited. It's time for your first quest, but first, please tell us thy name. Mein Name ist... Oh, da brauche ich jetzt die Tastatur. Delirion heiße ich wohl. You entered Douchebag, is that correct? Nein. Are you sure you want to keep the name Douchebag? Nein. Very well, Douchebag. You will now choose a class. Fighter, Mage, Thief, or Jew. Okay, also sind wir Douchebag. Ja, was sollen wir spielen? Das ist die große Frage. Ich habe natürlich im Vorfeld schon ein bisschen überlegt, was man denn machen könnte. Ja, Kämpfer eigentlich weniger. A Mage is like a wizard, only not as cool. Magier wäre natürlich interessant. You look sneaky enough to be a thief. Jew, huh? So I guess we'll never really be friends. Finde ich sehr interessant, allein um Cartman zu ärgern. Und natürlich bin ich echt gespannt, was der Jude denn so für Fähigkeiten drauf hat. Deswegen werde ich tatsächlich jetzt, glaube ich, auch echt einen Juden spielen. Oder vielleicht einen Magier. You look sneaky enough. A mage is like a wizard, only not as cool. A fighter has courage, honor and the ability to kick fucking ass. A mage is like a wizard. You look sneaky enough to Jew, huh? So I guess we'll never really be friends. Ja, ich nehme den Juden. Eiskalt. Ja. Welcome to the KKK Douchebag de Jew, who probably can also handle our finances. Hooray! Now please, go and visit the weapon shop. Procure yourself a weapon and we shall teach you to fight. Ja. Dann holen wir uns eine Waffe. Would you like to see my wares, weary traveler? Perhaps you would like to hear tips and rumors for $2? Für $2 Tipps und Gerüchte? Probieren wir einfach mal. Don't waste your money on tips and rumors. Was? Entschuldigung. Ah, da sind mir dreist übers Knie gelegt worden. Verdammt. Jetzt soll ich noch was kaufen bei dir. Don't let it bother you that there's a game to be played. Nun gut, ja, wir sollten eine Waffe kaufen. Und zwar in dem Fall ist hier ziemlich viel abgesperrt oder nicht zugänglich für uns. Ja, wir werden nur den Judenstab wählen können. Führe und verteidige die Gläubigen mit diesem hölzernen Hirtenstab. 17 bis 24 Schaden mal 2. Folterstärke. 5% Schaden pro Debuff bei dir. Aha. Ah, a lovely purchase. So, gibt's auch schon Ausrüstung für uns? New kid has checked out everything in my backyard. Hardcore gamer. Wow. Nein.
Gebrauchsgüter, können wir auch noch nichts kaufen. Feinheiten auch nicht. Waffenaufsätze gibt's noch nicht, gut. Du hast deine erste Waffe gekauft. Drücke, um auf dein Inventar zuzugreifen und sie anzulegen. Okay. Achso, okay. Um einen Gegenstand anzulegen, drücke A zum Auswählen des Kategoriesymbols und dann noch einmal A, sobald der Gegenstand ausgewählt wurde. Ja. Ist simpel, verstehe ich. Gut, dann haben wir die ausgerüstet. Ah, you have procured a weapon, Ness. It's now time to teach you how to fight. I want you to take your new weapon and, with the bravery of a noble knight, beat up Clyde. What? Kick Clyde's ass, new kid. What I do? I'm the king, Clyde, and the king wishes to be amused. Go on, new kid, kick his ass. Okay. I'm gonna kick your ass. Clyde, you have to wait your turn. That's lame. No, Clyde, it's like olden times. You have to wait your turn. Like in the Middle Ages, Clyde. I know it's lame, Clyde, but that's how we're fucking doing it. All right, douchebag, bash Clyde's face in. Don't be shy. Nun gut. Was sollen wir tun? Benutze den Stick, um deine Aktion auszuwählen und drücke A. Dann benutze nochmal den Stick, um das Ziel auszuwählen, was ich haben möchte. Und ja, mach das. Come on, fight! Wenn deine Waffe blinkt, drücke A, um anzugreifen. Okay. Oh, hell yeah, Clyde, you bitch! Alright, Clyde's wearing armor. In order to hurt him, I want you to hit Clyde as hard as you can. Also nochmal. Ah! Power attack, douchebag, you need to really hurt Clyde! Was? War das nicht okay? Doch, das war doch okay. Achso, wenn er darauf blinkt, ja, drücke X für einen Macht. Achso, X. Ich drücke die ganze Zeit die falsche Taste, das ist natürlich lustig. Dick? Oh shit, dude, I think I see blood! Fucking nice, bruh. It's exactly what you do to guys with armor like that. Okay, listen up. The key to surviving in battle is not to get hit in the bows. Clyde, it's your turn to attack. Douchebag, protect your bows. Tippe A an, wenn du die Anzeige mit dem Schild zu blocken siehst. Okay. Prepare yourself. Ja! Oh, das geht aber schnell. No, no, I said protect. Protect your bows. Ja, ich hab's verstanden. Ich war nur zu langsam. Suck it! Yes, Leute. That's what I'm talking about! Dude, you're already way better than Clyde! Blocken reduziert einigen, aber nicht den gesamten Schaden deines Angriffs. Okay. Alright, it's time to use your heroic powers. Using your ability takes power points, or PP for short. PP. If you have a fucking better name for them, then fucking say it, Clyde! Fucking asshole! I'm the king, and I say it's PP! Douchebag, use your Jew ability to make Clyde pay for insulting the king. Okay, einen Machtangriff nutzen. David Schleuder. Wirft den ersten Stein auf einen Feind. Bewirkt bei perfekter Durchführung mehr Schaden. Kann bei falscher Durchführung aber zur Selbstverletzung führen. Okay. Drehe den Stick, dann drücke A, um zu schießen. Okay. Ja. Autsch. Oh! Dude, that was pretty lame. Try it again, dude. Ja, das versuchen wir tatsächlich nochmal. Dann drücke A, um zu schießen. Okay, ich hab sogar A gedrückt, das war sogar richtig. Jawoll! Way to wipe that smile off his stupid face, douchebag! Now do it one more time! Finish him! What? I was going easy. Take this! Ah, das... Oh, verdammt. Da bin ich tatsächlich noch zu langsam für. Sick! Ja, ist tatsächlich noch nicht so einfach für die Blocken. Also nochmal im Machtangriff. Got it! Dude, that was awesome! You were all like, beam! And Clyde was all like, nah, nah! Okay, okay, you prove yourself worthy, douchebag. Now come inside the war tent and I shall let you see the relic. Relikt. Das Relikt. Zeig es uns. Well, here it is. The reason why humans and elves are locked in a never-ending war. The relic for which human and elf are willing to die. The stick of truth. Der absolute. Just 2 days ago, we took the stick back from the elves. Our kingdom was dying, but now it thrives. For whoever controls the stick controls the universe. Don't gaze at it too long! For its power is too much for mere mortals to look at. Now that you have seen the stick of truth, let's discuss your dues. Being a member of my kingdom costs $9.95 for the first week, $4 of which is tax deductible. Alarm! 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 Someone has sounded the alarm! 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 What is it?
The elves are attacking! Oh my god! Defensive positions! Okay, die Elfen greifen an. Ist er nicht berauschend? Duschbeck, komm, hab es! Ja, Duschbeck muss noch plündern. Kommt gleich. Ah, okay, gut, das Karte von Sauspark, selbstverzeichnet. Gut, gut, gut. Hab es, new kid! Don't steal them, my shit ja, in there! Ich komme. Man the gate! Don't let them through! Give us the stick, humans! Fuck you, Drow Elf! Come and get it! Clyde, guard the stick of truth while we defend the fortress! Aye, aye! Aye, aye! We're not playing pirates, Clyde! Douchebag, this is your chance to prove yourself. Hold off the asshole elves at all costs! Oh, you want some of this? Hey, okay, Butters, you're losing! Stop losing! So, mein Freund. Meine Freunde. Do it, Douchebag! Kick these elves' asses! Gut. Yes. Feel my wrath! You're wounded, douchebag! Potions will heal you! Here! Ich brauche noch keinen Trank. Oder doch? Okay. Wo sind wir jetzt dran? Klein. Auf mich. Genau. Hallo, geil. Du kannst in jeder Runde erst einen Gegenstand verwenden und dann angreifen. Sobald du angreifst, ist die Runde für dich vorbei. Verwende also zuerst einen Gegenstand. The rules say you can have one potion every turn. I asked for five, but this was a compromise. This guy's fast, douchebag. Try to block all his attacks. In your face! Well, if this job doesn't work out, at least you've got a future as a training dummy. Come on, get it right! Was? I said block, not get nailed by. Maybe I wasn't clear. Try again. Suck on this! I said block, not get nailed by. Maybe I wasn't clear. Try again. Okay, also nochmal. Asshole! Okay, if you block all the attacks, you get a counterattack. Look at your enemy on the ground. Weak and helpless. Kick the shit out of him. Awesome, you kicked his helpless ass. Now finish off these elves in the name of the Wizard King. Jawohl. Ein Machtangriff. Kann ich den Schneider benutzen? Auf den Elfenhänden? Warum nicht? Oh. Ah, ich bin auf das Blocken überhaupt nicht vorbereitet. Gut. Noch ein Machtangriff und zwar auf den Kollegen hier vorne. Ja, great job, douchebag! 62 Schadenpose. Sieg, EP1, Muschenbogen, Gesundheitstrank. Kick their asses, new kid! I got your back! Und? Ah, ich kann noch hinten. Swear to God, Scott, if you keep fighting like a pussy, I'll come over there and kick you in your diabetic nuts! Hörst du auf die Kollegen dazu? You got this, douchebag! Take this! What are you waiting for, douchebag? That guy's just standing there. Go kick his ass! Okay. Ah, ich brauch den Bogen fast zur Auswahl. Hm. Come on! Oh man, he was totally waiting for you, dude. You can't just hit him like that. Okay. Gegner in Konterhaltung können Angriffe mit Nahkampfwaffen kontern. Benutze gegen sie Pfeile oder Fähigkeiten. You need to try a different tactic to damage him. Look at that archer hiding behind his friend like a wood. Switch to your arrows, douchebag. Snipe that little bitch. Okay. Sweet, now you can hit the guy in the back. Go for the pink mist. Come on, fight. Yeah. Douchebag, use your arrows. Take out the archer. Do what I say or you can't play anymore. Okay, dann gehen wir halt auf den Bogenschützen. Yeah, bitch, that's what you get for fucking with the Wizard King. You want some of this? Careful, douchebag. That guy's ready for your arrows now. You gotta try something else. Gegner in Reflexionshaltung kann Angriffe mit Distanzwaffen kontern. Benutze gegen sie Fähigkeiten oder Nahkampfangriff. Machen wir doch mal einen Nahkampfangriff. Und zwar einen Machtschlag. Great job, douchebag! Jawohl!
MP plus 1. Fight! Fight to the last man! Seriously, you guys! No kidding, fight back! Let's do this, douchebag. Okay, der hat das Kontern. Der hat ein Shield. Okay, that guy has a shield. Shields are super weak. Just hit them with your simplest hit over and over to wear them down quickly. Schilde blocken eine Anzahl von Treffer vollständig. Benutze gegen sie normale Angriffe oder Fähigkeiten, die viel Schaden bewirken. Nun gut. Is that all you got? Dude, you don't power attack a shield. That's Bush League. Just use your normal attack so you can hit him again. Okay, ich verstehe. Hell yeah, that's how you do it! The other elf let his guard down. Now's your chance. Power attack his armor! Rüstung senkt den Schaden durch Treffer. Benutze gegen Rüstung und Machtangriffe oder Fähigkeiten, die schwere Einzeltreffer zu führen. Bevorzuge den? Okay. Nun gut, dann machen wir die Rüstung und den Machtangriff. That's it! Now finish him! Also noch ein. Das war's dann wohl für euch. Drow Elves, fall back! Fall back, I say! Yes! Awesome, dude! Take that, you asshole elves! Better luck next time! Na-na-na-na-na-na! We still control the universe! It's gone. What? The stick of truth. The elves got it. That was your one goddamn job, Clyde! To guard the stick of fucking truth! Clyde, you are hereby banished from space and time! What? No! You can't do that! Yeah, I can! You're banished and lost in time and space! Yeah, go home, Clyde! You fought bravely on the battlefield, douchebag. Yeah, if you can make me a douchebag, we sure can fight! Shut up, Scott. Nobody cares what you think. Anyways, we have a bigger problem now. The stick of truth has been stolen. And we must assemble our entire army in order to get it back. But our three best warriors still haven't reported for duty, my king. Our newest member can take care of that. Douchebag, I want you to go out into the neighborhood and find my greatest warriors. Token, Tweak, and Craig. I'm texting their pictures to your personal inventory device now. But beware. The lands outside are full of marauding drow elves, monsters, and sixth graders. Be sure you're well equipped. Now go! And send my warriors here! Spiders, go with him! Der Neue in der Stadt. Und eine Aufwertung ist verfügbar. Neue Quest zu den Waffen und ein Brief an Token. Und ein Brief an Tweak. Ja, finde Tweak, finde Token, finde Crack. Und der Brief an Crack darf natürlich auch nicht fehlen. Nun gut, so viel aber zur ersten Folge South Park The Stick of Truth. Wir sehen uns leider erst in der nächsten Folge. Und bis dahin, macht es gut. Tschüss.